Guck mal schon wieder, Mann! Und in der zweiten Halbzeit hat Cero hier mal das gleiche Tor geschossen. Beinahe über den Busfahrplan gestolpert da im Strafraum. Und jetzt auch noch sowas, ey. Ich krieg den Hals. Ja! Oh, lecker! Es klappt, es klappt, es klappt! Na gut. Leute, es ist wieder soweit. Wir spielen dieses Jahr wieder bei uns auf dem Kanal FIFA 22, die offizielle Backspin FIFA 22 League. Und hier ist das offizielle Lineup der Backspin FIFA League 22. Mit dabei sind Weekend, Pimp, DP, Shadow 030, Seru, Enoch, Nobart von Viva Con Agua Gaming, Gunnar von Steuerung F, Benny, mein langjähriger Mitarbeiter bei Backspin und natürlich ich selbst. Dieses Jahr ist besonders wichtig, vor allem für Shadow 030, denn der hat bereits zweimal gewonnen und für ihn geht es dieses Jahr darum, ob er nicht vielleicht auch ein drittes Mal gewinnen kann, damit er mit dem Großmeister Pillard, Onkel Pillow, der dreimal gewonnen hat, gleichziehen könnte. Mal gucken, was wir uns 2019 einfallen lassen. Wir müssen eine Pillard-Regel einführen, glaube ich. Schalke! Schalke! Und dieses Turnier ist wirklich ein Potpourri der Gefühle. Wir haben emotionale Spiele dabei. Guck mal schon wieder, Mann! Das ist kein Mensch macht Kopfballtore nach Flanken, aber du... Alter Schwede, gib mir das auf den Sack. Wir haben freundschaftliche Spiele dabei. Glatzel. Oder die waren auf jeden Fall auch so auf, ja, wir schaffen es und sowas. Oh mein Gott. Oh, scheiße, das war stark, Dick. Und ich habe mir dann halt dort so Ligaspiele angeguckt. Oh mein Gott. Oh Mann. Und wir haben ehrgeizige Spiele dabei. Krass. Alter Schwede! Alter Schwede! Krass. Krass. Okay, Digga, ich kann meine FIFA-Karriere an den Nagel hängen. Ja, ich kann meine auch an den Nagel hängen. Und während wir hier produzieren, ist es in dieser Liga spannend wie nie. Denn es ist eine Zweiklassengesellschaft. In der oberen Hälfte liefern sich gerade Nobart und Benny ein Kopf an Kopf an der Spitze. Ich bin knapp dahinter. Keiner hat damit gerechnet, ich gebe es ehrlich zu. Cero, der die zweite Liga gewonnen hat, steht direkt in den Startlöchern und wird auch noch eine Rolle spielen. Aber Shadow liegt ein bisschen zurück. Und das liegt vielleicht auch an der einen oder anderen Niederlage, die er eingesteckt hat. Es gibt's nicht, lecker. Das gibt's nicht. Ja, den machst du stark. Sehr stark. Oh. Und wir spielen jetzt ja schon ein paar Jahre FIFA-Turniere und seit dem letzten Jahr auch eine Liga. Dieses Jahr wird es zum ersten Mal Absteiger in die zweite Liga geben. Das heißt, die Nerven im Keller liegen blank. Und dort streiten Leute wie Weekend, wie Enoch. Ich bin zurück bis 17 gegangen und wenn ich könnte, würde ich eure Spiele analysieren, Alter. Wie die Pi, wie Pimpf, um den Klassenerhalt. Mal gucken, wen es erwischt. Meine erste Spielwoche verlief eigentlich relativ gut gegen Pimpf. Ich habe das erste Spiel gewonnen, das Rückspiel verloren. War relativ ausgeglichen. Der Pimpf hat aber dennoch, auch wenn er nicht viel geübt hat, wie er gesagt hat, trotzdem echt gut gespielt. In der Offensive einfach ein bisschen stärker als ich im Abschluss. Ihr könnt euch also vorstellen, es geht richtig zur Sache in dieser Liga. Aber manchmal ist auch Friede, Freude, Eierkuchen. Also ich bin großer Star Wars Fan, deswegen habe ich mich gerade auch so über den Namen gefreut. Boah, das war stark. Oh nein! Er war ein bisschen zu offen. Ich würde empfehlen, dass du deine Strategie ein bisschen defensiv machst. Fair play. Weil Gambia liegt ja im... Oh, Junge, ey. Oh Mann, ey. Wenn ich rede, bin ich immer noch mal doppelt schlecht. Da hast du was gesagt, ey. Und jetzt auch noch sowas, ey. Ich krieg den Hals. Ey. Ihr könnt euch sicherlich vorstellen, so eine Liga zu organisieren, ist Schwerstarbeit. Die Turnierleitung wird deshalb in einer WhatsApp-Gruppe geklärt. Dort gibt es alle Ergebnisse und die Reaktion darauf noch gratis obendrauf. Nur bei meinem lieben Freund Gunnar von Steuerung F hat das manchmal mit den Ergebnissen veröffentlichen nicht so geklappt. Das hatte Gründe. Aber dafür haben wir dieses Format, damit ihr alles mitbekommt. Ja, also mein erstes Spiel gegen Benny. Da muss ich schon sagen, hatte ich keinerlei Chance. Zumindest im ersten Spiel. Im zweiten Spiel kam ich dann ein bisschen besser rein. Das muss ich schon so sagen, dass ich dann am Anfang dachte, ja, vielleicht schaffe ich das irgendwie, ein 0-0 zu halten. Ich habe dann irgendwann aufgemacht, weil ich dachte, jetzt muss ich nochmal ein bisschen Gas geben nach vorne. Und dann würde ich sagen, das Ergebnis am Ende 2 Tore zu hoch. Ja,
Und bei Gunnar wurde es während des Turniers auch besser, aber trotzdem hat er einen neuen Spitznamen bekommen. Ja, man, jetzt auch zu mir, zu den Spielen, zu Gunnar. Hat sehr viel Spaß gemacht, hat auf jeden Fall auch sehr viel Spaß gemacht, den Gunnar mal kennenzulernen, sehr, sehr lustiger Dude. Das erste Spiel auf jeden Fall war sehr, sehr ausgeglichen. Bis zu 20. 30. Minute. Hereingabe von Sterling. Tolles Tor. Da kommt die Hereingabe. Und in der zweiten Halbzeit hat Ceru, glaube ich, kann man schon sagen, viermal das gleiche Tor geschossen. Und leider 7-2 gewonnen, obwohl ich da auch wieder sagen muss, vielleicht wieder ist wieder so 3 Tore zu hoch. Ihr meint jetzt ernsthaft, ich soll den Leuten jetzt erzählen, dass Gunnar nicht der Einzige ist, der Sprüche klopft, sondern es auch andere gibt, die gut im Ausreden finden sind. Ist das dein Ernst? Ich mache immer, sag immer noch Schlange Dönerladen. Bei den Schöneberg, da geht's genau ab. Aber das ist vorgedrängelt und Cocktailsoße bestellt. Beinahe über den Busfahrplan gestolpert da im Strafraum. Weißt du, was ich in FIFA 22 gemacht habe? Hm. Busführerschein. Bist du denn bereit? Falls hier gleich Babygeschrei losgeht, ne? Das ist Nico. Ich lass mir hier noch nichts erzählen. Nicht, dass mir hier irgendeiner wieder kommt mit bla bla bla. Okay, Digga, ich kann meine FIFA-Karriere an den Nagel hängen. Ich muss Schluss machen. Ich muss in der WhatsApp-Gruppe kurz den Bus-Simulator für dich posten. Okay, bis gleich. Bis gleich. Das waren sie also, die Highlights der ersten Spieltage der Backspin FIFA 22 League. Da kommt noch mehr und es wird sehr, sehr spannend, da bin ich mir ziemlich sicher. Wenn ihr erfahren wollt, wie es weitergeht, kommt zu Twitch. Auf dem Alles Backspin-Kanal spiele ich meine Spiele. Und wenn ihr darüber hinaus noch erfahren wollt, wie es in der ganzen Liga aussieht, dann geht bitte zu Instagram, zum Backspin-Gaming-Kanal, den Peter Backspin führt, auf dem er euch mit sehr viel Liebe sehr viele Details über diese Liga zeigt. Und in diesem Sinne, dranbleiben, es geht weiter und vielleicht gewinne ich ja auch dieses Turnier. Hast du alles? Reicht? Ja. Ist okay? Na gut. Ich muss den Ball wiederholen.